there's some weirdo hanging out at the public storage. Ich habe wenigstens schon mal 12 Erfahrungspunkte. Was hast du gesagt? Dude, did you shit your pants? Es ist einfach lustig. Ja, ist ein Furz, weiß ich, aber muss trotzdem nur überlachen. Oh, guck mal, hier hat sogar noch ein Besteck. Hab dich. This place is dark and scary. What if you never found me? So, wie komme ich denn jetzt zur Schulcafeteria? Ich könnte mal auf die Karte gucken, ne? Bin ich hier richtig? Was ist das hier? Ach, der Schweinebärmann. Bring einen Schweinebär-Sensor an. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich machen, ne? Wie mache ich das denn überhaupt? Ah, das war's schon. Moment, ja. Kann ich die Mäuse wegpupsen? Warte, der Drachenschrei, ich setze ihn ein. Das ist eine unkontrollierte Macht, ist das hier. Ah, funktioniert wirklich. Kleidungsfetzen. Oh, dunkler Wald. Hier gehe ich erstmal noch nicht hin. Bin erst Level 3. Moment, was war das denn gerade? Achso, schon gut. Wie komme ich denn in die Schulcafeteria? Sieht nicht aus, wenn man hier rein könnte. Ach doch. Oh. Das sah irgendwie aus, wenn man da nicht rein könnte, aber okay. Hallo. Excuse me, but school is out and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m. You are in breach of school law and must be punished. Was? Wieso will er kämpfen? Ist er verrückt? Er hat doch gar keine Chance. Okay, wir gucken mal. Pelzige Freunde, Kenny verzaubert die Kreaturen der Natur mit ihrer Schönheit und entsendet sie gegen deine Feinde. Schüttel links und rechts und ja, ne? Mann, hau ab! Was? Was? Wie gefährlich ist das denn? Officer down! Officer down! Send backup! Die haben mich selbst aufgefressen, die Ratten! I repeat, officer down! All hallway monitors to the right hallway! Oh, god damn it! Here they come! They're gonna get you, Craig! You're not getting out of detention! I'll be out of here in 10 minutes. Ja, ja, versteh schon, was du sagen willst. Okay, das mit der Ratten kann ich noch nicht wissen, dass die Kenny zerfleischen. Ich hasse Schule! Student Achievements. Paprol, ich habe keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Okay, scheinbar kommen wir nur durch diese Tür. Ich speichere mal ganz kurz. Oh nein, oh nein! Sie versperren uns den Weg! Oh nein! Gott sei Dank brennt hier ein Feuer und wir können den Drachenschrei anwenden. Falsche Richtung. Hä? Na geht doch. Sämtliche Feinde, die von der Drachenschrei bei geführten Explosion getroffen werden, werden vernichtet. Benutze diesen Trick, um Kämpfe zu erleichtern.
Kann das mal weggehen? Ich sehe nichts mehr. Machttank ist auch voll. Soll ich mal öfter benutzen? Kann ich da oben? Ey, siehst du? Den hab ich ja. Oh, Entschuldigung. Den hab ich. Hör mal auf damit. Da hab ich noch einen gesehen. Wow! Okay, das wäre also auch gegangen. Hätte man also auch machen können. You're not gonna get through this door. Okay? You might as well give up, because I've hidden the key some. Bam! Ich würde ganz gerne mal das mit Kenny ausprobieren. Oh, der hat eine Rüstung an. Okay, ich drücke jetzt mal wie ein Weltmeister. Gott sei Dank. Mehr war das nicht? Na toll. Sandmann, lieber Sandmann! Wie kann ich denn seine Rüstung jetzt zerstören? Drücke mal A, wenn du das Herz siehst. Das sollte ihn erledigen. So, siehst du, den Machttrank habe ich wieder vergessen zu benutzen, sowas. Warum leuchtet das Telefon da? Kann ich damit irgendwas machen? Hä? Nu? Hätte ich ihn vielleicht mit ablenken können oder so, weiß ich nicht. Search him! No! No! Get away from me, you freak! Ja, ich besorge den Schlüssel. Wo krieg ich denn den Schlüssel her? Da oben blinkt doch noch irgendwas drin. Was ist denn das da? Das ist doch irgendein Licht, ist doch drin. Sieht man doch. Ja, ich weiß das, Kenny. Hier geht's auch noch weiter. Ich dachte, ich hab bloß das Skelett vorhin gesehen und dachte, hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Um manchen Hindernissen vorbeizukommen, benötigst du von deinem Begleiter. Halte LB gedrückt. Aha. Tourbegleiter, ja. Wie sollen wir denn jetzt hier helfen? Ich weiß gerade nicht, ich hätte mir das mal richtig durchlesen sollen. Ah, so geht's. Wie eklig war das denn? Jeder Begleiter kann dir bei einem bestimmten Problem helfen. Das Begleiter befindigen Tool? Okay. Level 3 Heiler. Was ist das? Untersuchen?
Du hältst zusätzlich von, wenn du, ja, okay. Ich glaube, das sind die Sachen, die man da irgendwo reinmachen kann in die Waffen, ne? Kann das sein? Genau. Freier Platz. Was habe ich da drin jetzt? Wähle A für einen freien Platz. Wähle die Verbesserung. Ja, nimm doch. Will er nicht. Ah, Level 4. Oder was? Bisschen rote Schamhaar. Was finde ich denn hier nur für einen Scheiß? Guck mal, hier habe ich auch noch welche. Aber alles Level 4. Ne, hier ist Level 3. Du erhältst zusätzlich 25 TP, wenn du geheilt wirst. So, die anderen waren Level 4. Na gut. Das Spiel ist sogar ein bisschen komplexer, als ich dachte. Hätte ich gar nicht gedacht. Also, ja. Gut. Ist hier noch irgendwas? Schwamm, na toll. Gut, wir brauchen also immer noch den Schlüssel. You can take the brass key from my cold dead hands. Ich hab die Idee, schnell. Zwei, wir sind zwei erledigt. You can take the brass key from my cold dead hands. Völkerball als Waffe? Paper, nein! Please. Ich wollte auch einen Pfeil auf ihn schießen, aber ich glaube, hat nicht mehr geklappt. Aber macht jetzt. I'm taking you to detention. Aua, 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 aua. Hier, bisschen Sand für deine Augen. Alter, der hat auch irgendwie so Hammer viel Rüstung. Trippe. Trippe. Feuer zieht gut rein. Seine ganze Rüstung ist weg. You hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. He's now look, this is geboren, detention time. Not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never going to get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. Gut. Ich muss noch kurz gucken, was der Ball gewesen ist. Es war eine Waffe gewesen irgendwie. Hier, Völkerball. Oh, Level 3. Macht auf alle Fälle wesentlich mehr Schaden als der Bogen. Trifft für zusätzlichen Schaden. Stark gegen Rüstung. Ja, klar. Definitiv. So. Wir haben schon mal den Messingschlüssel gehabt, ne? Gut, wo können wir den einsetzen? Da waren wir schon. He's here, guard the key. Was ist denn hier los, Alter? Ah, pass auf. Wir haben diesen einen außer Gefecht gesetzt. Pass auf, und jetzt machen wir noch den Furz. You're just making it harder on yourself. You shit your pants. Noch zwei aus dem Pech gesetzt. Wie
Wir sind unaufhaltsam. Gut, haben wir hier noch irgendwas, wo ich drauf schießen könnte? I'm in pursuit. Die zwei sollten wir locker schaffen. Einer bloß, ach. Okay, das funktioniert hier auch mit dem Furz. Mal gucken. Standing down. Zu geil. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen laut gerade. Also bevor wir selbst aufgefressen werden. Das Feuer war ja immer ziemlich gut gegen Rüstung. Heilt sich, aber hat nichts mehr genutzt. Her mit eurem Milchgeld, ihr Bastarde. Hier, ich glaube, wir haben ihn befreit. Ach nee, das ist ja ein Dings hier. Was kann man mit dem machen? Guck mal hier, da hätte ich auch noch schießen können. Ah, verdammt, habe ich vorhin nicht gesehen. Was soll ich machen? Ach ja, genau. Nein, das wollte ich nicht machen. Schade, geht nicht. Aber irgendwie ist so eine Hand auf ihm drauf. Da wird das. Man sieht so also eine durchsichtige Hand. Ich weiß auch nicht genau, was sie jetzt bedeutet. Dude, you shit your pants. Was war das für eine Lache gerade? Mann, ich weiß nicht, warum wir da drüber lachen muss, keine Ahnung. Kann ich denn hier eigentlich auch die Begleiter jetzt wechseln? Vielleicht kann ja Butters das. Your word is the command, my lord. Wie ist Butters geht? Yes, sir. The pep had nice. Now that feels better. Ach, er hat ihn geheilt. I thought I was a goner. There were too many of them. Und rothaarig. Their hair too red. Maybe you can take the silver key and find the gold key. You can succeed where I have failed. Free Mackie's prisoners. Silberschlüssel. Öffne Mackies Büro. Gut, also halt. I sure hope the gold key is in there, or else the quest for the silver key has been all for nothing. Gut, da oben ist der Goldschlüssel. Der lacht genauso doof drüber wie ich, weiß nicht warum. So, hätten wir den schon mal. The gold key. No human has ever laid hands on it before. Let's hope it holds the power to unlock the cafeteria door. Können wir jetzt die Kinder befreien gehen? Ist hier noch irgendwo was? Kann ich jetzt eigentlich auch die Dinge hier aufschließen? Hier waren ein paar zugeschlossen. Nein. Der ging. Boah, der Bossgegner! Where's your hall pass? Er ist der Bossfight. No hall pass? Then it's time to write you a referral. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Das wird bestimmt hart werden. Deadly Forth is authorized. Was, wo kommt ihr denn alle her? Roar! Ja. Okay, ich glaube, das wird nicht so einfach. Erstmal würde ich hier Tempotrank und sowas benutzen. Wo ist er denn? I see, we're all at a Tempotrank.
So, dann setze ich die kleinen Scheiße hier außer Gefecht erstmal. Nee, warte. Lieber den da hinten, der hat nämlich, der wirft mich sonst mit dem Ball. Genau der. Verdammt! Gut, Butters kriegt auch einen Tempotrank. Ja, muss ich den machen, ganz hinten komme ich jetzt nicht an. Make my day, kid. Feel my righteous fury. 221 hat er. Scheiße, 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 scheiße. Erstmal den weg hier. Eine weniger schon mal. Ich glaube, er. Der Drachenschrei ist eine gute Möglichkeit, den Feind davon abzuhalten, einen verheerenden Angriff zu benutzen. Okay. Wie soll ich den denn jetzt machen? Mana-Trank, warte mal. They're gonna eat you alive in detention. So. Oh, verdammt! Hat nicht ganz funktioniert. Let's see what you got. By the hammer of Butters. I just. Scheiße, immer noch 2 TP. Warum? Warum? Er kotzt sich einen ab. Time you learned your lesson. Offer it up! I know he's past his spell. We gotta stop him next time. Halt. So, Hab ich keine Kacke dabei? Nein, aber Tempotrank nochmal. So, jetzt lege ich den da hinten. Was? Wieso nicht? Wieso hat er jetzt nicht geschmissen? Er schmeißt den scheiß Ball nicht. Warum nicht? Er hat den Ball nicht geschmissen. Ich weiß nicht warum. That's it. I'm notifying your parents. Ich benachrichtige deine Eltern. Er ruft an! Nein! Er ruft zu Hause an! Kenny, ich brauch dich. Oh, Herberger Hüsch! It's ringing! Ja, ja, ich höre das klingeln. Okay, wir benutzen. Counselor Mackey shall hear of this. Assault! Ja, eigentlich hätte ich auch ganz. Ich glaube, weiß nicht, ob das jetzt ein verheerender Angriff gewesen ist. Ich hätte ganz gerne mal gesehen, was passiert eigentlich. Muss ich zugeben. Hätte ich vielleicht mal lassen sollen. Okay, ich bin Schlüssel der Gangaufsicht. Dann kann ich hier leider mal aufschließen. Keule der Heilung. Level 4. Scheint eine Spezialwaffe gewesen zu sein. Ihr seid frei! Lauft! Damn you, Craig! Thanks for busting me out, kid. Who are you? What's your name? Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Gut. Kehre zu Cartman zurück. Geht sofort los. Ich will mal gucken, ob ich hinten reinkomme noch. Hier war doch vorne eine Tür, wo ich nicht reinkam.
schade. Aufwertung verfügbar, okay. Keule der Heilung. Ja, okay, die ist natürlich deutlich besser. Heile dich selbst, indem du deinen Feinden in die Fresse schlägst. Ach ja. Gut, nehme ich mit. Fügt bei perfekten Angriff 20% Widerlichkeitsschaden hinzu. Fügt bei perfekten Angriffen 10% Schaden hinzu. So. Der kommt da rein. Fügt zwei Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Du erhältst jede Runde 2 MP, wenn du draußen bist. Ja, nehme ich jetzt auch mal mit. Was? Was? Die Gasmaske sah aber besser aus. Naja, gut. Das wird mal so. Sieht ganz cool aus, eigentlich. Level 4 Druidenrobe. Kann ich die hier entfernen? Ja. Weil die nämlich besser ist. Fügt 6 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Feinde, die im Nahkampf angreifen, erleiden bis zu 30% Schaden. Na, perfekt. Jetzt ändern wir davon noch die Farbe, weil die nämlich kacke aussieht. Okay, die Tannenbäume da drauf sind auch nicht besser. Sieht aus wie ein Weihnachtsbaum hier bald. Okay, ich lasse mal schwarz. So. Druidenhandschuhe nehmen wir auch mit. Klare Sache. Du heilst jede Runde im Kampf 5 TP. Boah, ist doch geil. Dann kann ich ja hier auch noch was einsetzen. So. Kann ich hier eigentlich auch was einsetzen? Die Mütze, ja, ne? Nein. Das geht auch noch. Du hältst 2 MP, wenn du Widerlichkeitsschaden hinzufügst. Gut. Läuft doch. Hier habe ich auch noch einen Punkt. Würde das hier freischalten? Blitzkraft. Warum geht das nicht? Level 6 erst, oder was? Naja, naja. Ich könnte eigentlich auch die Punkte hier behalten, ne? Was ist denn Level 3? Bewirkt verringerte Verteidigung bei deinem Ziel und bei deinem Feind. Was ist hier Level 3? Bewirkt Schaden bei Feinden direkt. Über und unter deinem Ziel. Über und unter meinem Ziel. Ich behalte den Punkt erstmal für später. Wir laufen immer zurück zu Cartman. Da hinten sind vier Elfen. Ich schnapp sie mir. You're kind of creeping me out, dude. Oh, it's on. Ah, motherfucker! Sind schließlich. Fuck you, was? Sind schließlich immer noch ein paar Erfahrungspunkte. Wir sind gut drauf gerade. Komm hier, kriegst du auch einen Kuss. Piss. Ich glaube, dafür gab es sogar eine Errungenschaft, Feinde, die am Boden liegen, anzufurzen. 10 Mal, glaube ich, warte. Kann auch sein, dass man 10 verschiedene Feinde anfurzen musste. Natürlich auch möglich. Hat sich in die Hosen geschissen. So, zurück zu Cartman. Auftrag ausgefüllt, großer Meister. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts,
He will no longer so be called Douchebag. Ja, gut. New Kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Sir Douchebag. But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. The Bard? Oh god, not the Bard! The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Du hast gerade einen neuen Gegenstand bekommen. Drück irgendwann so, okay. Was ist denn das? Was ist mein Gegenstand denn? Was ist das hier? Was ist das denn für ein Ding? Stab der Zauberkunst. Leuchtet im Dunkeln, um den Weg zu weisen und das Böse abzuhalten. Toll, meine ist viel besser gewesen, der andere. Ja, sieht ganz cool aus, muss ich sagen, aber weiß ich auch, wie wir meinen. Das ist viel stärker. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy. But being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Die Furzgranate. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cup the magic and throw it at your opponent. Wirf sie auf den Gegner. Ist das eklig, ey. Yes, yes! But now let us see how you fare against a real opponent. Hey, Malgazin! Malgazin, could you come help us with something? Shh, don't tell him to just give me sweet. Yes? Hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. On guard! Now, Douchebag, cup a spell! Come on, Douchebag, you let it slip right through your fingers. Try again. Das ist die Finger geglitten, ja. Shit right in Scott's face. All right, Scott, go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, Douchebag, and never on a man's boss. So, haben wir also die Furzgranate gelernt. If the ravens are correct, the Bard is hiding out at the inn of the Giggling Donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the Elven Forest. Let us find the Bard and bring him to justice. Make haste to the Giggling Donkey. Quest erfüllt, zu den Waffen. Das ist schön. Welche Quests haben wir jetzt hier eigentlich noch so im Angebot? Wir hatten noch so viele gehabt. Der Schweinebärmann, Mr. Sklaves Paket, Timmy Express, okay, das macht man nebenbei. Das Steckspiel machen wir auch nebenbei. Vulkan in der Nähe, Suche im Gebiet um die Kirche nach Kevins iPad. Wir machen das nur mit dem Schweinebärmann. Bringen einen Schweinebärmann-Sensor? Okay, ja, da wir so in der Nähe sind, können wir gleich mal hinlaufen. Flicken und Aufsätze können so oft du magst entfernt und neu angebracht werden. Experimentiere mit deinen Optionen, nutze die Optionen, ändern. Ja, yeah, habe ich schon gemacht. There it is. The Inn of the Giggling Donkey. Was macht denn jetzt hier? Paladin, are you sure the Bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven, Butters! Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside. Okay, also muss ich anscheinend das hier erstmal machen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Stay close, Sir Douchebag. The Inn of the Giggling Donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the Bard lately? Ich glaube, hier gibt es eine Schlägerei. A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the Bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Gefährliche Mission. Begib dich zum kichernden Esel.
findet den Bahn im Keller der Taverne. You think the boat's really down here? Wieso habe ich auch schon wieder so eine Klamotten hier an jetzt? Hä? Ich habe gerade voll die falschen Klamotten an. Tatsache. Machtrube des Magiers. Der meint es doch viel besser. Was soll denn das? Was mit dem Stirn? Reif 4? Habe ich die Druidenkrone gehabt? Die ist auch viel besser. Na. So, alles mitnehmen, wie immer. Ich glaube, hier versteckt er sich. I think I hear him. Hello? Hallo? Da ist er. Miss Timmy ist da. Oh, Jesus, it's the bar! Na, doch nicht, doch, ne? Prepare Jimmy, for battle, Jimmy. Weaklings. Elves, fall in. Oh, oh. Douchebag, it's a trap! You should have never come here, humans. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. With magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Gib mir mal eine, dann wird er wieder richtig läuft. Magical songs of enchant. With magical songs of enchantment. Boah. Kämpft der da hinten mit? There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Kann ich Jimmy denn auch angreifen? Nein, ne? Nein. Okay, also brauche ich erstmal wieder hier einen Tempotrank oder sowas. Come on! Ja, lass mal locker. Hab ich überhaupt sowas noch? Ja. Let's go, asshole! Okay, das war nicht so. Oh, der hat 47, haben die Scheiße, ey. Scheiße, Alter. Das war schon ein bisschen besser. Stop dicking around! Ja, ist alles gerade hier nicht so günstig. By the hammer of Bedus! I was seeing if it works! Kann ich? Nee, kann ich jetzt nicht. Ich glaube, ich muss nicht mal Kenny nehmen. Oh, nicht einen einzigen geblockt. Nein. I have a nice lance that she set up on. The maiden from Stoneberry who is also your mom. Habe ich da nicht irgendwas, was meine Angriffskraft erhöht? Machttrank, MP. Nein, kann ich auch nicht gebrauchen. Stärketrank. Ich will die da hinten ausschalten. Ach, verdammt, ich kann gar nicht wechseln zu Kenny. Okay, also nochmal einen Weg gehen, ne? Hab ich noch einen? Ja. You're not waiting on me, are you? Ja toll, reicht auch nicht mehr. Hm. Wie ist einer weg? There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Ich hoffe, ihr habt das Lied gelesen.
doing this, right? Bin gleich soweit, warte. Ach, verdammt. Ach. I have a nice lance that she set upon. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. So, ich glaube, der dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so ein Problem sein, der Typ da. Gut. Wow, what a butt kick. Flieh, flieh, solange du noch kannst. Get down there and finish them off. I will protect this stick of truth. Was? Noch mehr? Flieh aus dem Keller der Taverne. Scheinbar möchte jemand mich daran hindern. Da du jetzt mehr als Furze beherrschst, B gedrückt hast und wähle die Furzgranate aus. Okay, warte. Wähle B und drück die Furzgranate? Achso, hier ist die Furzgranate. Das war nicht weit genug. Ja, wenn mal die komische Schrift da weggehen würde. Hey, Sir Douchebag, up here. Hat man die feige Sau, hätte mir ruhig helfen können. Kann ich hier auch irgendwas mit der Lampe noch machen? Mit der Lampe, mit der Kerze, meinte ich. Ich brauche unbedingt mal kurz hier eine Aufnahmepause, ey. Ah, irgendwie ist da alles voller Strom. Hey, Sir Douchebag, up here. Oh, you want Nein! Verdammt. Wollte die Adi eben versuchen, im Strom reinzulaufen in die Pfütze da. You're going down. Zorn der Elfen. Angriff erhöht. Fick dich selbst. You want some of this? Das gibt's doch gar nicht, eh. Thank you. Ich würde eigentlich jetzt keinen Tempotrank nehmen noch. So. Der hat nämlich Rüstung erhöht, deshalb greife ich den erstmal. So, brennen. Moment, ich kann doch mal erst einen Gegenstand nehmen. Warum nehme ich denn hier nicht nur irgendwas Cooles? Wait, whose turn is it? By the hammer of Bedouche! I was seeing if it works! Den kriegen wir auf alle Fälle hier in der ersten Runde. Take that! So. So bad. Yeah. Du miese Facke. Was soll das denn? Ah, ich wusste nicht, dass man dreimal. No. Nur vorsichtshalber. So, jetzt mal den hier kalt. Ah, der hat gekonnt, scheiße. Suck on this! Straight tripping, son. You should be next. Ach, immer noch. Ich dachte, das gilt bloß für eine Runde. Okay, dann muss ich es anders einfallen lassen. Hier. Der Atem des Drachen.
Well, gee whiz, I hope I level up. Cool, elfischer Kurzbogen. Hey, Sir Douchebag, up here. I'll handle this. Ja, na toll. Ow. Na toll, das hätten wir vorhin machen sollen. Ow, my ankle. I think it might be broken. Maybe I should take a look at it. Your word is the command, my lord. Whack it out, buddy. Thank you, noble paladin. My wound is healed. Can you get us upstairs? I think they locked us out. Nothing a level 12 thief can't take care of. You guys go ahead. Gut.